Bodegas Paco Garcia, ein eher junges Weingut, 2001 gegründet, jetzt wird es, glaube ich, in der zweiten Generation gefeiert. Jung ist auch der Wein. 2018 ist eigentlich im Rioja kein Alter, wo ja Wein traditionell eigentlich lang in Holzfässer gelagert werden, bevor sie überhaupt in Verkauf kommen. Der hier ist nur ein halbes Jahr im Holzfass gewesen. Das ist sehr ungewöhnlich. Verleiht dem Wein aber auch gerade seinen Charakter. Also der ist extrem frisch und hat Zug. Und er hat auch neben der dunklen, schwarzen Frucht, die er in der Nase hat, auch etwas Feilehaftes, also etwas Florales. Und das setzt sich auch im Gaumen fort. Also er hat extrem viel Zug. Und durch das er, vielleicht auch durch das er nicht so lange im Fass gewesen ist, ist er eben auch nicht durch die Holz- und die würzigen Aromatiken geprägt, sondern wirklich weiter durch die Frucht und durch die Frische, was ihm wirklich schon im Abgang fast etwas Mineralis verleiht. Und darum passt er gut zu hellerem Fleisch, vielleicht je nachdem sogar noch zu einem gut angebrotenen Fisch. Oder in der Reihenfolge, wenn man es für ein Nachtessen macht, durchaus vielleicht auch leicht gekielt am Anfang vor dem Essen und dann am Anfang vom Essen, wenn die leichten Gänge kommen.